Hallo Leute, hier ist eure Lucia. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren SSO-Update-Folge. Das Update kam am 21.05.2015, anstatt am 20. Das war diesmal ein Donnerstag-Update. Und mit dabei ist wieder mein Freund. Hallo Schatz. Ja, hallo. Und wir werden jetzt gleich die Quest mit euch zusammen weitermachen bei Konrad Marsden. Wir werden gleich den Shop noch zusammen durchgucken. Und ich grüße heute doppelt so viele Leute, weil ich in der letzten Folge gar nicht gegrüßt habe. Und das geht ja mal gar nicht. Deswegen fange ich jetzt als erstes mit den Grüßen an. Und ich bitte meinen Freund zu ignorieren, wenn er jetzt gerade Unsinn macht. Und zwar grüßt die Dalibora Starhurt ganz lieb YouTube. Die Lea Sweetgreen grüßt YouTube. Die Tanja Heilvoll wird von Lena Bigan gegrüßt. Die Lea Sweetgreen grüßt auch noch YouTube. Dann die Dasher Shortfall wird von der Tanja Dolphin Blanket gegrüßt. Valentina Mysteryfall grüßt YouTube. Die Celine Lightningwater und die Mira Disco Stone werden von der Sally gegrüßt. Die Lara Skyberg wird nicht gegrüßt, sondern grüßt YouTube. Die Anna Haley wird von Mika gegrüßt. Und die Leni Shadow Forest wird von der Selina Dolphinburg gegrüßt. Damit wären dann die Grüße wieder raus. Ich habe doppelt so viele gemacht wie sonst, weil ich das ja letztes Mal vergessen hatte. Und wir gucken jetzt einfach mal, was der Konrad so für uns hat. Wir haben es auch schon spät, wie ihr sehen könnt. Die Folge haben wir noch am Donnerstag aufgenommen, am 21. Und lieber Konrad, sag mal, was wir für dich noch tun können. Nun bin ich bereit. Donald braucht also neue Nähnadeln, sagst du. Was macht dieser Kerl eigentlich mit seinen Nähnadeln? Isst er sie? Er braucht ja alle 5 Minuten neue. Um Nähnadeln von richtig guter Qualität machen zu können, brauche ich deine Hilfe. Willst du mir helfen? Danke. Kannst du runter zum Strand reiten und nachsehen, ob du dunklen jorvischen Bernstein findest? Wenn ich den mit dem Erz, das ich habe, schmelze, wird das Material extrem widerstandsfähig. Natürlich machen wir das. Und welchen Strand denn? An dem Moorlandstrand, okay. Dann reiten wir mal geschwind runter. So. Ich kann euch ja jetzt auch noch ein bisschen vom zweiten Serverausritt berichten. Der zweite Serverausritt hat heute auf dem Server Winterstar stattgefunden. Und ja, wir waren, ich glaube, diesmal viel mehr als letzte Mal. Ihr hattet ja auch ein bisschen mehr Zeit, euch vorzubereiten. Die Kadi hatte das ja schon in den Livestreams angekündigt. Die Kadi hatte auch Teamspeak-Plätze verlost in ihrem Livestream am Sonntag auf Hitbox. Wer da übrigens mal vorbeigucken möchte, der sollte mal immer auf dem Kanal von Sepp vorbeigucken. Die machen immer Ankündigungen, wann sie Livestreamen auf Hitbox. Und ja, wir haben dieses Mal fast 3 Stunden gebraucht. Aber ich denke, mit der Masse, die wir wirklich waren, haben wir das trotzdem noch sehr gut hinbekommen. Einige konnten uns wieder nicht sehen, die konnten uns dann erst später sehen, als sich dann so ein bisschen die Leute verabschiedet hatten, weil sie offline mussten, weil sie da in dieses Gebiet nicht mit hin konnten und sowas. Und schlussendlich konnte dann aber, also konnte jeder, der bis zum Schluss geblieben ist, konnte dann noch ein Foto auch mit der Kadi und mit mir machen. Und wir haben noch ein schönes Gruppenbild gemacht und ich gucke mal, ob ich ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe, schön zusammenschneiden kann und nochmal eine kleine Zusammenfassung zeigen kann wieder. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hatte viel Motivation und Spaß mit euch, auch wenn ich nach diesen 3 Stunden dann immer ein bisschen K.O. bin. So. Jetzt musst du absteigen, Schatzen. Hey, spoiler mich nicht, lass mich erstmal lesen. Das hier ist sehr gut, Elisha. Genau, was wir für Donalds Nähnadeln brauchen. Du kannst diesen Auftrag nicht annehmen, wenn du auf deinem Pferd sitzt. Ich kann mich gerade nicht drehen. Warum kann ich mich nicht drehen? Na gut. Ich auch nicht. Was zur Hölle? Kann auch nicht anklicken. Doch, ich schon. Echt? Ja. Ich habe jetzt meine Maus gar nicht. Okay. Du versuchst, ich lese schon mal. So, nun haben wir alles, was wir für die Nähnadeln brauchen. Erz mit Bernstein zu mischen ist eine sehr schwere und zeitaufwendige Aufgabe. Man muss nur eine Sekunde unaufmerksam sein und schon muss man von neuem beginnen. Ich muss mich voll und ganz auf meine Schmiedearbeit konzentrieren. Es wäre also sehr hilfreich, wenn du mir assistieren könntest. Vielen Dank.
Ich erkläre dir genau, was du zu tun hast. Wenn du aufmerksam zuhörst, wird alles gut gehen. Bist du bereit? Ich mach das jetzt einfach ganz mutig. Folge den Anweisungen des Schmieds. Haben wir irgendwas in der Hand? Nee. Hole Holz. Okay. Lege das Holz ins Feuer. Ich hätte mein Inventar vorher aufräumen sollen. Hole meinen Spezialhammer aus der Werkzeugkiste hinter mir. Habe ich? Kannst du mir meinen Hammer geben? Welchen finde, gerne. Lege die Nadeln in den Wassereimer hier daneben, damit sie abkühlt. Welche Nadel denn? Ach die, das soll eine Nadel sein, WTF. Hole Holz. Macht der überhaupt was? Nun ist die Nadel abgekühlt. Du kannst sie mir aus dem Wassereimer holen. Ja. Mensch, hat er jetzt überhaupt was gemacht, der Konrad? Vielen Dank für die Hilfe, Licia. Schau nur, welche schönen Nähnadeln das geworden sind. Ohne dich hätte ich das niemals geschafft. So hast du jemals besser angefertigte Nähnadeln als diese hier gesehen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn Donald nicht damit zufrieden ist, dann verschlinge ich mein eigenes Werkzeug. Gut bekommst. Ha, keine Sorge, Licia. Das war natürlich nur ein Scherz. Nimm diese hier mit zu Donald, damit er seine Bestellung fertig machen kann. Danke. Noch einen schönen Tag. Okay. Schatzi, wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Ich habe Body Quest noch gemacht. Achso. Du warst noch nicht so weit, okay. Dann... Hast du eigentlich auf mich gewartet? Du hast ja schon am Anfang gespoilert. Würde ich sagen, lassen wir uns eben abholen. So, ich hatte kurz einen kleinen DC. Jetzt geht's aber weiter. Oh, neue Nadeln? Das hätte ich mir nie gedacht. Vielen Dank. Dann kann ich gleich damit anfangen. Nicht, dass ich heute damit fertig werde. Komm morgen wieder zurück. Dann sehen wir, ob ich fertig bin. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück nach Moorland und dann zeigen wir euch einmal noch den Shop. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. So, und dann wären wir auch schon im Moorland. Und hinter der Tanne steht auch schon der Stand. Werden auch wieder die Spieler ausgeblendet, wenn ihr da reingeht. Ich guck mal, wie ich die Kamera drehen kann. So ist am besten. Wir gehen das einfach so wie sonst immer auch durch. Eine rosa Bobcat-Hose. Reiten plus 4, Springen plus 5, Befehl plus 3. Kostet 98 Starcoins oder 9600 normale Jorvik-Schillinge. Abspieler Level 12. Und es wurde jetzt dieses, also bei diesem Update wurde jetzt hinzugefügt, dass ihr bei den Bobcats auch einen Ruf aufbauen könnt. Das heißt, wir müssen einen komplett neuen Ruf aufbauen und das wird wahrscheinlich einige Zeit kosten. Und ihr braucht für die Hose auf jeden Fall den Rang gemocht. Ich würde sagen, sie sieht nett aus. Also ich finde es jetzt trotzdem schön, auch wenn es jetzt so... Ich weiß gar nicht, wie man jetzt die Farbe nennt. Schatz, weißt du das? Rosa? Keine Ahnung. Nein, rosa nicht. Egal. Aber sie ist nicht Championats geeignet, wirklich, weil in Silverglade findet ihr eine schwarze, die hat sogar plus 5 Reiten. So, dann hätten wir weiße Bobcats, Stiefel, Reiten plus 4, Befehl plus 4, für 99 Starcans oder 7850 normale Jorvik-Schillinge, Abspieler Level 13, aber man muss bewundert sein. Preis-Leistung ist okay, auch wenn die Starcoins ein bisschen sehr hoch angesetzt sind. Dann haben wir rosa Bobcat Strickjacke. Reiten plus 8, Springen plus 1, Befehl plus 4. Absolut Championats geeignet. Kostet 69 Starcoins oder 7020 normale Jorvik-Schillinge. Ihr müsst Spieler Level 12 sein und beliebt sein. Preis-Leistung voll okay in meinen Augen. Und viele haben auch gesagt, sie wollen diese coole neue Bobcat-Jacke haben. Und das ist die. Also könnt ihr euch die holen. Lass mal gucken, ob die von hinten auch irgendwas drauf hat. Ja, das Bobcat-Logo. So, Handschuhe, Reiten plus 4, Befehl plus 4, Pflege plus 1, kostet 69 Starcoins oder 6600 normale Jorvik-Schillinge, Abspieler Level 12 und ihr, Abspieler Level 10. Ihr müsst freundlich sein. Championats geeignet, Preis-Leistung ist okay. Dann, finde ich, persönlich finde die totschick. Rosa Bobcat-Weste, Reiten plus 8, Springen plus 1, Befehl plus 4, 94 Starcoins oder 7100 Jorvik-Schilling kostet diese Jacke. Ihr müsst gemocht sein und Spieler Level 10. Championats geeignet und die Jorvik-Schillinge sind erschwinglich.
In meinen Augen ist das sogar echt billig. Die Starcoins sind ein bisschen teuer dafür, aber ich finde sie total schick. Könntest du mir auch vorstellen, dass ich sie mir auf Greyfeather so mit dem Outfit so allgemein mal ab und zu trage. Dann haben wir eine braune Bobcat-Hose, Reiten plus 3, Springen plus 1, Befehl plus 3, 73 Starcoins oder 6050 normale Jorvik-Schillinge und Radspiel Level 7 und ihr müsst beliebt sein. Finde ich schick, ist nicht Champagnards geeignet, ist ein bisschen teuer, aber sie sieht gut aus. Dann haben wir rosa Bobcat Stiefel, Reiten und Befehl plus 4, kostet 92 Starcoins oder 6850 normale Jorvik-Schillinge. Ihr müsst gemocht sein und Spiel Level 9 sein. Hier sage ich, die Stats sind echt super, aber das Verhältnis zu den Starcoins und den Jorvik-Schillingen ist echt so, das stimmt überhaupt nicht überein. Dann haben wir einen blauen Bobcat-Helm, Reiten plus 4, Befehl plus 4, Pflege plus 3, kostet 67 Starcoins oder 6350 normale Jorvik-Schillinge. Ab Spielerlevel 9 zu erwerben und ihr müsst gemocht sein. Preis-Leistung ist okay. Champagnards geeignet auf jeden Fall. Dann haben wir dunkelblaue Bobcat-Handschuhe, Reiten plus 3 und Pflege plus 3, kostet 58 Starcoins oder 5750 Jorvik-Schillinge. Ab Spielerlevel 7 und freundlich müsst ihr sein. Ist okay, auch wenn es mir persönlich nicht wert wäre. Dann haben wir eine weiße Bobcat-Hose, die findet die Kali auch total schick. Reiten plus 4, Springen plus 5, Befehl plus 3, kostet 85 Starcoins oder 7550 normale Jorvik-Schillinge. Ab Spielerlevel 13 und ihr müsst bewundert sein. Dann hätten wir noch blaue Bobcat-Stiefel, Reiten plus 3, Springen plus 1, Befehl und Pflege plus 2 für 75 Starcoins oder 6300 normale Jorvik-Schillinge. Ab Spielerlevel 8 und ihr müsst gemocht sein. Sind schick, aber nicht Champagnards geeignet. Sind dementsprechend für mich ein bisschen teuer. Und dann haben wir noch einen weißen Bobcat-Helm, Reiten plus 4, Befehl plus 5, Pflege plus 3, kostet 65 Starcoins oder 6520 normale Jorvik-Schillinge. Ihr müsst spielen Level 10 sein und freundlich. Ist mal was anderes, ne? Dann haben wir noch blaue Bobcat-Handschuhe, Reiten und Befehl plus 4, Pflege plus 1, 68 Starcoins oder 7000 normale Jorvik-Schillinge kosten diese Handschuhe. Ihr müsst spielen Level 12 sein und beliebt. Und jetzt kommen wir noch zum Pferd, dann haben wir auch fast alles durch. Brauner Bobcat-Sattel, Stärke plus 1, Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 2, kostet 96 Starcoins oder 7350 normale Jorvik-Schillinge. Ihr müsst Spiel Level 11 sein und bewundert sein, aber absolut Championats geeignet. Also der Sattel ist wirklich top für Championate. Und für Jorvik-Schillinge ist das echt günstig, meiner Meinung nach. Und dann haben wir die rosa Bobcat Pferdedecke, Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 2, kostet 77 Starcoins oder 6550 normale Jorvik-Schillinge. Abspieler Level 9, ihr müsst beliebt sein, Championats geeignet, Preis top und ihr könnt das schon mit Spiel Level 9 erwerben, ich finde es genial. Dann eine weiße Bobcat Trense, Stärke und Geschwindigkeit plus 3 kostet 67 Starcoins oder 6350 normale Jorvik-Schillinge. Und ihr müsst nur freundlich sein. Und Spiel Level 9. Kann man nichts sagen, außer top. Wieder für Championate. Preis-Leistung, top. Spielerlevel, nice. Mit dem Rang. Ist auch gut. Genau. Dann haben wir noch Wickelgamaschen, die kosten 80 Starcoins. Wir hätten dann noch einen braunen Bobcat-Sattel. Eine Stärke, 3 Geschwindigkeit, 2 Agilität für 99 Starcoins oder 7350 normale Jorvik-Schillinge zu erwerben. Ihr müsst Spieler Level 11 sein und beliebt. Championats geeignet und hier sind wieder, also der Preis von den Jorvik-Schillingen ist echt super hier. Dann haben wir eine braune Bobcat Pferdedecke, Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 2 für 99 Starcoins oder 7050 normale Jorvik-Schillinge zu erwerben. Ab Spieler Level 11 und ihr müsst gemocht sein. Finde ich wieder top. Und auch schick. Ich finde, das Braun sieht nett aus. Und eine rosa Bobcat Trense wieder. Geschwindigkeit plus 1, Agilität plus 1 kostet 59 Starcoins oder 5350 normale Jorvik-Schillinge. Abspieler Level 5 und ihr müsst gemocht sein. Hier sage ich, sie sieht schön aus, ist aber nicht Championats geeignet und ist auch in meinen Augen ein bisschen teuer. Also ich finde sie zu teuer dafür. Und dann hätten wir noch pinke Wickelgamaschen für 70 Starcoins. Und ihr müsst freundlich sein. Und dann haben wir den Shop durch. Also es ist sehr pink- und braunlastig, der Shop.
Aber ich finde es irgendwie, es hat trotzdem so ein paar schöne, ja, so ein paar schöne Sachen sind wirklich dabei. Also ich habe es wirklich auf diese Weste abgesehen. Die werde ich mir wirklich holen. Ich muss zum Glück auch nur gemocht sein. Dann, was braucht man denn für gemocht? 1500 Rufpunkte. Na, das kriege ich wohl hin. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin, eure Alicia. Tschüss. Und mein Schatz. Tschüss.